Hallo meine Damen und Herren, nachdem wir uns das letzte Mal ja intensiv über Begrifflichkeiten wie den Aufwand unterhalten haben, kommen wir jetzt zu dem Teil, der den Unternehmen viel mehr Spaß macht. Denn jedes Unternehmen hat natürlich gerne Ertrag und davon möglichst viel. Nur was ist das überhaupt? Was versteht man unter Ertrag? Wie untergliedert man ihn? Das wollen wir heute besprechen. Herzlich willkommen dazu. Auch hier beim Ertrag gibt es wieder die Unterscheidung zwischen dem betrieblichen Ertrag einerseits und dem neutralen Ertrag andererseits, so ähnlich wie es beim Aufwand eben der Fall war. Abermals wird der neutrale Ertrag in die drei Gruppen betriebsfremd, außerordentlich und periodenfremd unterteilt. Entsprechend der Definition zum Aufwand wird der betriebliche Ertrag als der Betrag definiert, der durch den eigentlichen Betriebszweck, also die Leistungserstellung und Leistungsbewertung, erzielt wird. Auch dieser Ertrag findet sich in der Kostenrechnung in den Leistungen wieder. Zu beachten ist, dass sich der betriebliche Ertrag in die Bestandteile Umsatzerlös, innerbetrieblicher Ertrag und Nebenerlös unterteilen lässt. Der neutrale Ertrag resultiert wiederum nicht aus der Realisierung des Betriebszwecks, folglich wird auch er nicht in der Kostenrechnung angesetzt. Der eben genannte Umsatzerlös stellt das Resultat des Verkaufs der von dem Unternehmen hergestellten Güter und Dienstleistungen dar. In der Regel ist das also der Bereich, der den größten Anteil des betrieblichen Ertrages darstellt. Unter innerbetrieblichem Ertrag versteht man selbst erstellte Güter oder Wertsteigerungen. Als Beispiel können hier aktivierte Eigenleistungen genannt werden. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen seine eigenen Produkte oder Leistungen einsetzt. Stellen Sie sich hierbei ein Unternehmen vor, ein Maschinenbauunternehmen zum Beispiel, das eine Maschine selbst herstellt, die sie dann nutzt, um weitere Teile für andere Kunden herzustellen. Diese selbst hergestellte und selbst genutzte Maschine ist dann eine aktivierte Eigenleistung und stellt einen innerbetrieblichen Ertrag dar. Ebenso stellen Bestandsmehrungen, also Bestandserhöhungen an Halb- und Fertigfabrikaten einen innerbetrieblichen Ertrag dar. Unter Nebenerlösen versteht man das Resultat des Verkaufs von Abfall- oder Nebenprodukten. Gerade in so Jahren wie 2008, 2009, als die Rohstoffpreise extrem in die Höhe gegangen sind, kam es vor, dass Nebenerlöse für einige Unternehmen von nicht unerheblichem Umfang waren, denn wenn so Kostensteigerungen bei den Rohstoffen eintreten, werden natürlich die Abfälle, die zum Beispiel in Form von Drehspänen oder ähnlichem anfallen, von Edelstahl und dergleichen mehr, plötzlich auch sehr wertvoll und erhöhen die erzielten Nebenerlöse. Kommen wir nun zum neutralen Ertrag. Wie beim betriebsfremden Aufwand steht auch der betriebsfremde Ertrag in keinem Zusammenhang zur Leistungserstellung und zur Leistungsverwertung. Also in keinem Zusammenhang zum Betriebszweck. Als Beispiel für betriebsfremde Erträge können Schenkungen an das Unternehmen oder Gewinne aus Beteiligungen, die nicht im betrieblichen Zusammenhang mit dem Unternehmen zu sehen sind, betrachtet werden. Ebenso verhält es sich mit den Gewinnen aus Wertpapiergeschäften. Auch die Systematik von außerordentlichen Erträgen verhält sich spiegelbildlich zu den außerordentlichen Aufwendungen. Die außerordentlichen Erträge stehen zwar im Zusammenhang mit der Leistungserstellung oder Verwertung, fallen allerdings unregelmäßig an. Stellen Sie sich beispielhaft vor, nun wird ein Anlagegut zu einem Preis verkauft, der über dem Buchwert des Anlagegutes liegt. In diesem Fall läge ein außerordentlicher Ertrag vor. Im letzten Screencast beim Aufwand haben wir ja unser gebrauchtes Fahrzeug leider unter dem Buchwert verkaufen müssen und hatten 1000 Euro außerordentlichen Aufwand. Stellen Sie sich nun vor, wir haben das Auto schön gepflegt, es steht noch mit 5000 Euro in den Büchern und wir erzielen einen Verkaufspreis von 6000 Euro am Markt. Dann haben wir
1.000 Euro außerordentlichen Ertrag. Diesmal Glück gehabt, also wieder kräftig lächeln. Ebenfalls einen Zusammenhang zwischen der Leistungserstellung bzw. Verwertung und dem Betriebszweck gibt es beim periodenfremden Ertrag. Aber ebenfalls wie beim periodenfremden Aufwand ist dieser einer anderen Abrechnungsperiode zuzurechnen. Beispielhaft könnten nun eben Steuererstattungen genannt werden, die aus früheren Perioden resultieren. Oder die Erstattung von Prozesskosten für einen in irgendeiner Vorperiode abgeschlossenen Prozess. Im nächsten Screencast, meine Damen und Herren, kommen wir dann an die wirklich interessanten Begrifflichkeiten der Kosten- und Leistungsrechnung, nämlich die Begriffe, was sind eigentlich Kosten und was sind Leistungen. Bis dahin sage ich Tschüss, bis dann.